Speichern, Leute, ich heiße euch willkommen zu Learn to Fly 3, einem wundervollen Super Mega Random Flash Game, in dem wir lernen, wie man fliegt. Eventuell kennt ihr Learn to Fly, beziehungsweise den ersten oder zweiten Teil sind ziemlich allgemein hin weit bekannte Distanz-Zurücklegen-Upgrade-Dingens-Spiele. Ich meine, Teil 2 haben wir irgendwann mal vor einer gefühlten Ewigkeit für einen Part angeschaut. Aber kennt man an sich, denke ich, prinzipiell. Und da gibt es jetzt seit kurzem einen dritten Teil und ich würde sagen, wir starten diesen dritten Teil mit dem Story-Modus. Denn es gibt nichts, was mir wichtiger ist als der Story-Modus aus Learn to Fly 3. Das ist die Pinguin-NASA. Und er wirft Tennisbälle wie ein Vollidiot. Und er tut so, als ob er schreiben könnte. Und er tut so, als ob er mit einem Stab auf irgendwas zeigen würde. Und der eine da unten, der ist ein realer Pinguin, er schläft nämlich. Und er hüpft auf dem Trampolin. Halte ich auch für etwas gewagt, wenn man ein Pinguin ist, aber okay. Und der wird kein einfaches Leben haben, aber der andere macht glücklicherweise Notizen davon. Ups. Oh, ein Pinguin-Türmchen! Oh, das war nicht schön. Fällt euch an diesem Pinguin was auf? Richtig, er hat eine andere Farbe als die anderen. Und er schnuppert an seinen komischen Chemikalien, was ich auch für kein allzu cleveres Verhalten halte. Aber er ist ein Pinguin, er wird wissen, was er macht. Wie fliegen? Nur nach oben. Eine moderne Rakete, was ist das für ein Teufelswerkzeug? Ich weiß es nicht. Und jetzt, hey, willkommen im Hangar. Du kaufst den Launcher und du kannst starten. Alles klar, dann kaufen wir den Launcher. Was haben wir da? Coil. Okay, Launcher Nummer 1 ist das liebliche Sprungbrett und ich bin ready. Was, wie mache ich, wie spiele ich das Spiel? Alter, die Musik geht voll ab. Wow, das war ja mal gar nichts. Klick auf den grünen Pfeil neben dem Launcher, um ihn dann abzugraden und shit, okay? Oh, ich kann ihn schon upgraden, das war relativ günstig. Alles klar, machen wir weiter. Woo! Ey, ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wie ich das Spiel steuere oder so. Aber wir machen das mal. Ich habe neuen Rekord aufgestellt. Oh, ich kann neue Dinge kaufen. Stages freigeschaltet, okay. Achso, die Teile da. Stages sind deine Main Thruster, was auch immer. Die werden automatisch verwendet, nachdem... Was? Achso, einer nach dem anderen werden automatisch verwendet. Und manche kann man verwenden, indem man S drückt, okay. Okay, was haben wir denn da Schönes? Einen Ballon können wir kaufen. Ich weiß nicht, was der macht, aber wir werden uns den Ballon wohl mal holen. Dann schauen wir uns erstmal an, was der Ballon macht. Und dann starten wir los. Woo! Das war der Ballon? Hattest du einen Ballon im Arsch? Das sah doch sehr seltsam aus, wenn du mich fragst. Warum ist das jetzt gerade zu Ende gegangen auf einmal? Boost! Okay. Ich will das hier. Okay. Das ist überhaupt nicht viel auf einmal oder so. Das ist das Gute an der Situation gerade. Und den setze ich. Wie setze ich den Boost ein? Ah, linke Maustaste gedrückt lassen. Yay. Ich glaube, ich mache noch irgendwas hier falsch, oder? Ah, sollte eine Menge Cash eingebracht haben. Relativ. $34. Das ist auch etwas. Buddies. Verdammte Scheiße. Schon wieder mehr. Ich will einen Karton. Dankeschön. Dann wir schauen einfach, was... Oh, wie er aussieht. War sich liebenswert. Jetzt fliegt mit der Rakete. Okay, ich sehe. Mit A und D kann ich den so ein bisschen zu in Richtungen neigen. Gotta go fast. Yeah. So fast. So war's das. Kann ich jetzt einfach mal so weitermachen und mehr Zeug kaufen und dann vielleicht auch ein paar Upgrades und sowas. Für $75 bekomme ich Feuerwerk, das würde ich gerne haben. Wir sparen auf $75, habe ich gehört, liebe Leute. $75. Wusch. Weil ich glaube, die Boosts, die bringen am meisten. Ist so mein Gefühl. Verkackter Wind. Willst du mich verarschen? Ja, aber irgendwie kommen wir nach wie vor noch nicht allzu weit voran in dem Spiel. Aber das ist okay. Wir arbeiten dran. Oh, eine Rakete. Die haben auch verschiedene Werte. Ah.
Feuerwerk hat mehr Power. Wir nehmen Feuerwerk. Okay, jetzt bin ich gespannt, was es macht. Und danach werden wir das Ganze mal ein bisschen upgraden. Ah, es wird automatisch so... Ah, cool. Es wird automatisch am Start gezündet, das Feuerwerk. Und der Papierflieger, dich kenne ich aus dem ein Papierfliegerspiel, glaube ich. Es gibt so ein Upgrade-Spiel mit Papierflieger. Vielleicht gehören die ja zusammen. Man weiß es nicht. Okay, und das war 58 Dollar. Alter. Bonusjob. Bonusjob kann ich mir permanente Boni-Upgrades und sowas kaufen. Wie kaufe ich das? BP. Was sind BP? Wofür bekomme ich BP? Bonuspunkte. Aber wofür bekomme ich die? Für Achievements? Dafür bekomme ich die, oder? Ja. Einfach das Spiel spielen, bekomme ich schon Bonuspoints, nehme ich an. So. Ich würde sehr gerne mein Feuerwerk upgraden. 75 Dollar. Kaufe ich. Kaufe ich, kaufe ich, kaufe ich. Denn besseres Feuerwerk wird uns enorm weiterhelfen. Ich meine, schau ich das mal an, wenn das Feuerwerk jetzt erstmal gezündet wird. Wusch. Ja. Yeah. Jetzt der andere Boost. Wundervoll. Alter, wir sind richtig schnell unterwegs. Schon fast. Ich hasse es, wenn diese Spiele immer so scheiß langsam starten, wie es bei dem aktuell der Fall ist. Das ist immer ein bisschen unspektakulär, aber ich glaube, wir werden uns da reinfinden. Ich glaube fest daran. So, erstmal, Coil, kann ich dich weiter upgraden? Natürlich kann ich die Keule weiter upgraden. Aber ich würde auch gerne... Kann ich da nicht ein anderes... Ich könnte es verkaufen, mir da... Wisst ihr was? Wir werden jetzt noch eine Runde fliegen und danach verkaufen wir mal die Standard-Sprungfeder hier. Versuchen uns da vielleicht was Cooleres für zu kaufen. Verdammte Scheiße, das Feuerwerk ist halt echt am besten. Mit Abstand. Und... Yay! Yeah. Danke schön, du kleiner Drachen. Hey, der hat mir echt ein bisschen geholfen. Wundervoll. Und die Wolken sind mir ein bisschen zu smiley-tastisch. Hat... Ich kann meinen... Oh, das ist cool. Das kostet auch alles Bonuspunkte. Kann ich das HUD da ein bisschen ändern? Das ist nett. Aber es scheint mir nicht wirklich nötig zu sein. Und ja, es kann durchaus sein, dass man für die Bonuspunkte irgendwie echt Geld oder so zahlen muss. Das kann durchaus sein, liebe Leute. Ich habe nie daran gezweifelt. Hm. Wir holen uns das hier, die Tilt Cannon. Aber ich hoffe mal, dass es nicht so ist, dass man für die Bonuspunkte wirklich was zahlen muss. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ey, ich wusste nicht, wie ich das steuere. Es tut mir leid. Ich war mir nicht... Hey Kid! Ich hab gehört, du bist interessiert in ein bisschen mehr Learn to Fly. Wow, für iOS und Android! Mann. Warum sagt, ich soll mich von App-Dealern fernhalten? Was immer du sagst. Ey! 10 Bonuspunkte. Dankeschön. Ach du Scheiße. Oh Gott. Das Wissen mit. Fuck! Mit A drehe ich die Kanone nach links und mit D so nach rechts und das war gerade ganz, aber seltsam. Musik! Ist ja gut, liebes Spiel! Du übertreibst es ein bisschen mit den Unlockings hier. Yeah! Es hat fast geklappt! Darf ich mal anmerken, dass ich kein Fan von der Kanone bin? Die ist ziemlich, shit. Ich bekomme mit der nichts hin. Okay, versuchen wir es nochmal. Oh, das wird ein guter Start. Fuck! Willst du mich verarschen? Ja, ja, Customization ist ja voll toll, wie viel ich noch als freischalten kann. Aber noch toller wäre es, wenn ich einfach mal einen vernünftigen Start hinbekommen würde. Yeah! Ja, war gar nicht mal so toll, der Start. Tatsächlich. Gott, die Kanone ist Bullshit. Ja, ich bitte was anderes haben. Na egal, wegen sollte ich mir das jetzt ein bisschen Geld einbringen, oder? Bin ich jetzt überhaupt weitergekommen als sonst immer? Kein neuer Rekord, nein. Das war überhaupt nichts wert. Das kann ich eigentlich statt der Crate alles kaufen. 140 kostet das nächste. Okay, also will ich da nichts. Nein, geh weg. Was kann ich denn statt dem Ballon Schönes noch holen? Eine Rakete oder Pulse Jet? Oder ich kann den Ballon auch einfach upgraden. Ja, sehr schön. Hey, sonst noch? Dich kann ich noch upgraden. Graden wir die ganze Scheiße mal ein bisschen ab und hoffen, dass wir da ein bisschen besser vorankommen.
Und nein, ich kann euch nicht sagen, warum ich weiter bei der Kanone bleibe. Ja, wahrscheinlich, weil sie doch gar nicht mal so übel ist. Hey, und der Ballon. Er hat mir ungemein weitergeholfen. Und jetzt, Feuerwerk! Schieß er mich nach oben in die Luft! Verdammter Papierflieger, was war das für eine Scheiße? Gott, ich glaube an der Aerodynamik. An der Aerodynamik von dem Kollegen sollten wir noch ein bisschen arbeiten. Hey! Und ich habe ein paar Bonuspunkte bekommen. Okay, man bekommt die Scheibe wirklich so, während man normal spielt. Da finde ich gut. Das bedeutet, im Bonus-Shop könnte ich mir da irgendwas holen. Increase Boost-Potenzial und, oh Gott. Ja, hier ist alles zu teuer, oder? Ich kann mir nichts kaufen. Ja, das kostet alles mehr, als ich habe. Das sind alles zu viele Bonuspunkte. Das kann ich mir leider nicht leisten. Tut mir leid. Wir sind schon bei Tag 16 oder so. Ich habe einfach mal noch gar nichts geschafft. Oh Gott. Komm schon. An Höhe gewinnen. Oh Gott. Okay, wir haben es irgendwie geschafft, an Höhe zu gewinnen. Yeah! Papierflieger! Nein! Dieser verdammte Papierflieger! Er hat mich einfach runtergedrückt. Was für ein Arschloch! So, $42. Jetzt wisst ihr was? Ich gehe jetzt mal ein bisschen Geld sammeln und dann kaufen wir uns was Schönes. Okay, hab ein bisschen Geld verdient. Das bedeutet, wir werden mal schauen, was wir Schönes kaufen können. Vor allem will ich mir echt gerne eine andere Kanone kaufen. Hätten wir da was Schönes? Oh, russisches Roulette. Ja. Okay, wisst ihr was? Das will ich haben. Ich weiß nicht, was es macht, aber ich will es haben. Ach du Scheiße. Wow! Ach, mein Ziel im Spiel ist es, nach oben zu fliegen. Kann das sein? Kann sein, dass mein Ziel gar nicht ist, nach rechts zu fliegen und dass das die ganze Zeit mein Fehler war, dass ich es falsch gemacht habe? Ah, das würde einiges erklären. Shit! Das würde auch erklären, warum die Runden schon enden, bevor ich überhaupt unten am Boden ankomme. Das würde so einiges erklären. Verdammte Scheiße, es war... Ja. Ich habe es die ganze Zeit über falsch gemacht. Oh, fühle ich mich dumm. Und? Wow! Verdammte Scheiße! Ich habe keine Ahnung, was das war, aber es war unfassbar cool. Es war unfassbar cool. Warum fällt mir es jetzt auf, dass ich nach oben fliegen muss? Ah, ich hasse es, wenn Spiele sowas machen. Ist ja nicht so, dass im Intro gesagt wurde oder so. Ich hatte noch keine Ahnung. Okay. Oh, shit. So, Crate, dich will ich auch verkaufen, eine komische... 430 bekomme ich da ein Rocket Kit. Okay, dann behalten wir dich noch. Wir behalten dich noch, liebe Kiste. Und... Ja. War es ein guter Start? Ich sage, keine Ahnung. Oh, der Wind. Der Wind trägt mich davon. Hör auf damit, du böser Wind. Und wir sind 8000 Meter in der Luft. Alter, das ist ganz schön hoch. Und wir haben die Yoshi's Island Möwe voll zum Absturz gebracht. So, Crate, du kommst weg. Statt dir will ich das Rocket Kit. Jetzt sind wir langsam bereit für den Shit, liebe Leute. Wow! Das sieht mir ziemlich aerodynamisch aus. Es hat sogar selber noch so einen Feuerantrieb, dieses Rocket Kit. Oh, das andere Zeug kommt dann gar nicht zum Einsatz, wie es aussieht. Aber Alter, seht ihr das? Wir waren 13.000 Meter in der Luft. Das war ziemlich gut. So. Oh. Die Teile kann ich ja gar nicht verwenden. Hä? Okay. Das ist ein bisschen uncool. Aber gut, ich verzeihe dir, Spiel. Ich verzeihe dir. Mini-Helpers. Gib mir mal einen Mini-Helper. Oh, wie sie aussehen, die kleinen Mini-Helper. Kann ich die bitte behalten? Das fände ich voll super. Oh, schaut sie euch an. Ich weiß nicht, was sie machen, aber... Und dann fliegen sie einfach davon. Oh, die sind super. Die sind super. Ich will sie wirklich gerne behalten. Ja, und der Antrieb, der ist nicht ganz so super. Der bringt nicht allzu viel. Okay, trotzdem. War eine relativ gute Runde, würde ich sagen. War eine relativ gute Runde. So, 212. Sehr schön. Mini-Helpers, was macht ihr denn? Nimm mal Power Takeoff. Du brauchst Babys. Okay. Die bringen mir mehr Power am Start, wie es aussieht. Was brauche ich dann, um dich abzugraden? 400. Ha, das ist teuer. Das ist ziemlich teuer.
So, ich würde aber... Komm, wir upgraden den Boost einfach mal. Gotta upgrade the ball. Yeah. Jetzt bin ich ready. Boom. Der gute Boost wurde ja sowas von upgraded, liebe Leute. Das glaubt ihr gar nicht. Und wir haben da gerade ein Flugzeug erwischt. Das ist okay. Flugzeug geht's bestimmt gut. Dem geht's gut. Macht euch keine Gedanken. Dem geht sowas von gut. So gut ging es ihm noch nie. Und... Ja, du musst nicht so tief fallen. Ist ja gut, ich verstehe schon. So. Ja, $224. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Das heißt, ich könnte die Mini-Helpers upgraden. Dann bringen sie mir... Warum habt ihr überhaupt eine Fuel-Anzeige? Ich glaube nicht, dass ihr wirklich Treibstoff benötigt. Don't go alone! Ja, die sind super. Es wird alles ein Stück weit besser, wenn ich es upgrade. Aber ich weiß nicht, was ich von dem Rocket-Kit halten soll. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich glaube, ich will... Oh, the Bullet! Verdammte Scheiße, gib mir die Kugel! Ich habe das Gefühl, ich habe hier in dem Spiel relativ schnell den Punkt erreicht, wo ich, war da ein Flappy Bird, Mann? Ich glaube, ich habe in dem Spiel relativ schnell den Punkt erreicht, wo ich alle Upgrades geholt habe. Oh, das war gerade eben so ein guter Start. Das war so ein guter Start. Ich bin hier weiter nach oben. 20.000. Was ist eigentlich mein Ziel? Wie hoch will ich eigentlich kommen? Das weiß ich gar nicht, aber wir werden es ja rausfinden. Ey, und neuer Rekord. So, Rocket Kid, du kommst weg. Und statt dir möchte ich bitte The Bullet haben. Oh, Kapitalismus. Sehr schön. Das gefällt mir doch schon besser. Das heißt, ich habe auch die beiden wieder. Das heißt, hier könnte ich mir dann auch was Schönes kaufen. Wir machen einfach mal noch eine Runde in unserer coolen neuen Kugel. Moment, wir sind die Kugel, die aus dem Revolver geschossen wird. Also, wenn das nicht perfekt ist, dann... Was zum Teufel war das? Was? Ich glaube, ich habe zu viel Gewicht, kann das sein? Wiege ich zu viel? Ja, nee, das ist mit diesen... Ja, finish day. Ich will jetzt mal einen guten Start hinlegen. Ah, fuck. Ein guter Start. Ich will sehen, wie es aussieht, wenn ich mal richtig in Fahrt komme. Kann ich bitte einmal richtig? Yeah! Okay. Nee, die Kugel kommt auch... Nee, egal wie ich es drehe und wende, die kommen nicht allzu weit. Shit. Kugel ist Bullshit. Absoluter Bullshit. Mein Startteil, beziehungsweise mein Startteil ist dafür viel zu schwach für die Kugel. Ah. Brauche ich da was Besseres als russisches Roulette? So, dann als nächste, Explosives. 450, wisst ihr was? Das holen wir uns jetzt. Komm schon, guter Start. Yes! Nicht der beste Start aller Zeiten, aber hey. Und ja, die eine Hälfte von meinem Upgrade-Zeug ist jetzt durch dieses Teil auch verschwunden, was ich jetzt gar nicht mal so übel finde. Weil die meisten davon eh kacke waren. So, jetzt sollten wir doch genug Geld haben, oder? Da waren doch $80, was wir jetzt bekommen haben, nehme ich an. Und? Hey, 133, sehr schön. Das heißt, russisches Roulette können wir verkaufen. Und wir kaufen uns dafür Explosives. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Damit, schaffen wir es an sich, zu starten, aber es ist kein guter Start. Und die Raketen sind viel zu schwach, um irgendwas aufzuhalten. Ja, das, shit. Das ist nicht so gut. $93. Weiß, welchen die upgrade. Das Gewicht wird dann auch nicht weniger. Wie könnte ich denn das mit dem Gewicht irgendwie ausgleichen? Wahrscheinlich bräuchte ich mehr Power am Start, oder? Ach. Machen Sie mal Lift ist 15 von dem Teil. Fuck. Ich jetzt mal ein bisschen Geld farme noch. Hey! Savings! Cooles Bonusteil. Wisst ihr, was jetzt eigentlich zuerst mein Plan war? Mein Plan war zuerst, genug zu sparen, damit ich Explosive upgraden kann. Dann dachte ich nach und mir ist aufgefallen, hey, die Kugel ist Bullshit, die ist viel zu schwer. Wie wär's, wenn wir uns einfach das nächste Teil hier holen und damit dann gleich mal eine Runde drehen? Alter! Und da gibt's diesen Typ, den kann man irgendwie killen und ich weiß nicht, verdammte Scheiße! Ich weiß nicht wie. Okay, das war, machen wir uns nichts vor, das war ein ziemlich extremer Start. Oh, das zerfällt Stück für Stück. Oh, ist das cool. Und Alter, kommen wir damit hoch? Okay, Leute. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Lebige Thai.
Yeah. Geh weg, Flappy Arsch. Oh, $400. Mein Gott, ist das viel. Verdammte Scheiße. Okay, ich würde mal sagen, wisst ihr was? Wir machen noch Abstecher im Bonus-Shop. Kann ich mir da irgendwas kaufen? Ja, kann ich. Oh, sehr cool. Was macht das? Ihren Interesse of any money. Okay. Mehr Umf aus meinen Launchern, okay. Ich glaube, ich will einen cooleren Launcher haben. Um 10% die Launch Power erhöht. Da bringt gar nicht mal so viel. Ah, gut, liebe Leute, wisst ihr was? Ich würde sagen, jetzt ganz weit geht, sehen wir im nächsten Part von Learn to Fly 3 und dort werden wir dann lernen, wie man fliegt und wir werden die Welt erobern. Wir werden so gut und so weit fliegen wie noch nie jemand zuvor. Er wird super. Bis dann. Gute Nacht.